Der Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aber wann? Tja, gestern kam ein Video von Nintendo Online mit dem Veröffentlichungstermin des Nachfolgers zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Was ich aber schon vorweg sagen kann, ist, dass wir das nicht im Nintendo Direct gesehen haben. Deshalb denke ich eher, es wird eine Verschiebung. Ja, aber ich lass mich mal überraschen. Wir sehen rein. Ist auch nicht allzu lange, 1 Minute 30. Let's go. Konnichiwa. Zelda no Densetsu Shirizu Producer no Aonuma desu. Zelda no Densetsu Breath of the Wild 続編の発売時期に関してお知らせがあります。本作は2022年に発売を予定しているとお伝えしていましたが、開発にもう少しお時間をいただきたく、発売を2023年春に変更させていただきたいと思います。楽しみにお待ちいただいている皆様、大変申し訳ありません。Aber sie entschuldigen sich auch, also, naja. 続編の舞台は、前作Also November 2022 sollte das Ganze meiner Vermutung nach kommen, so war das geplant. Jetzt erst im Frühling 2023, oder? Okay. Ja gut, das sind halt Dinge, die man im Trailer schon gesehen hat, aber ja. Aber besser, sie lassen sich noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, das geht. Oh, das war's schon. Okay, das war's schon. Ja gut, also ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Wir freuen uns alle auf den Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hier sehen wir es nochmal. Frühjahr 2023. Tja, da müssen wir wohl noch ein bisschen länger warten, aber das geht auf jeden Fall klar, denn ich will auf jeden Fall, dass es ein würdiger Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild wird und das wird auf jeden Fall schwer für sie, denn The Legend of Zelda Breath of the Wild ist wirklich eines der besten Games für die Nintendo Switch. Aber ja, sollen sie sich Zeit lassen, ich bin schon mal wirklich sehr gespannt auf das Spiel. Hier nochmal ein paar Ausschnitte aus dem Trailer wurden gezeigt. Und sie haben sich aber auch entschuldigt, was auch ziemlich nett ist. Tja, schade, aber sehen wir dann mal, wie das Spiel wird. Frühjahr 2023, das also der Veröffentlichungstermin des Nachfolgers von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann. Und ciao.